fachliche einfach auch mal praktisch sehen werden. Dazu melde ich mich jetzt hier kurz am System an, weil ich ja aufgrund, ja, ansonsten einen Timeout generieren würde. So, wir sehen hier nun das Startbild von Argumento Process. In diesem Bild sehen wir die einzelnen Prozessinstanzen. Prozessinstanzen sind nichts anderes als einzelne Planungsrunden. Das heißt, nehmen wir jetzt das Beispiel von vorher, also die Mittelfristplanung und die Hochrechnung. So unterscheiden wir, könnten wir hier eine Planungsrunde für die Mittelfristplanung und eine Planungsrunde für die Hochrechnung anlegen und wenn man noch Lust hat, dann auch noch für die Budgetierung. Genau. Zusätzlich werden für jede Planungsrunde Jahre hinterlegt, dass man auch weiß, aktuell in welches Planjahr man quasi ist und wo die Planungsrunde sich gerade befindet. So, für unser Modellunternehmen, das was ich am Anfang vorgestellt habe, haben wir die Mittelfrist und die Hochrechnung zusammengelegt. Über den Button Open startet man den eigentlichen Planungsprozess. So. Hier sieht man nun das allgemeine Planungscockpit, das Steuerungscockpit, mit dem quasi dann die einzelnen Unternehmensbereiche, Fachbereiche ihre Planung durchführen. In der linken Spalte sieht man den Planungsprozess, welcher sich nach unten weiter fortsetzt. Und in den Spalten nach rechts weg sieht man dann die einzelnen Unternehmensbereiche bzw. Organisationseinheiten. Der erste Schritt in unserem Planungsprozess bildet der CapEx, also der Investitionsrahmen. Über CapEx Frames lassen sich dann die einzelnen Maßnahmen definieren. Maßnahmen definieren, welche nachher letztendlich dann auch in den KPI-Modellen Anwendungen finden. Jetzt möchte ich mal kurz so ein KPI-Modell zeigen. Für unseren Fall, wie man hier sehen kann, öffnet sich dann hier unten eine Maske. In dieser Maske sind dann alle Unternehmensbereiche, also Business Lines, dargestellt, die dieser Konzern beinhaltet. Für unseren Fall, da ja eine KPI-Planung immer bzw. eine Maßnahmenplanung immer nur für eine Business Line spezifisch ist, wählen wir jetzt die Business Line BP und schauen uns diese einfach mal an. Über View öffnet sich dann das Layout dieses KPI-Modells zu dieser Business Line. Genau. Wie wir hier sehen, ist dies jetzt hier die Gewinn- und Verlustrechnung der Business Line Business Phones. Hier können jetzt Plandaten einfach eingegeben werden. Plandaten eingegeben werden, also der Preis und die Menge, worauf dann letztendlich auch der Net Sales sicher rechnet. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir hier auf der rechten Seite ein Kommentarfeld. Dieses Kommentarfeld ist dafür da, dass man einfach seine Eingaben, seine Plandaten einfach kommentieren kann, um die Nachvollziehbarkeit auch für jemand anders einfach zu gewährleisten. Genau, jetzt möchte ich noch kurz zeigen, wie überhaupt solche Maßnahmen angelegt werden, die letztendlich nachher ja auch geplant werden sollen. Dies findet über einen Schritt früher in der Operationalization of Top Matter statt. Auch hier wählen wir wieder unsere Business Line, also Business Line PP aus und öffnen diese. Daraufhin öffnet sich wieder ein neues Planungslayout. Um nun Maßnahmen planen zu können, müssen wir hier dieses Fenster öffnen. Daraufhin öffnet sich ein neues Layout. Dieses Layout greift direkt auf Argumento Edit zu, das heißt auf die Stammdatenpflege. Wenn wir hier nun eine neue Maßnahme pflegen würden, könnten wir direkt in unsere Stammdaten speichern. Wie wir hier sehen, wurden schon einige Maßnahmen angelegt, welche nachher hier unten nochmal mit speziellen Finanz,
Kennzahlen geplant werden können oder mit individuellen Finanzkennzahlen geplant werden können. So haben wir nun jetzt eine Maßnahme angelegt. So kann diese nun unter BL Top Measure CapEx auch geplant werden. Dazu wählen wir wiederum diesen Prozessschritt aus, woraufhin sich diese Maske öffnet und wir unsere Business Line BP auswählen. So wie wir hier sehen können, ist hier links unsere G&V dargestellt. Das heißt, hier sind unsere einzelnen Positionen, die geplant werden können. Und hier oben sehen wir unsere Maßnahmen, die wir geplant haben. Ich kann vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, genau hierher. Hier sehen wir die einzelnen Maßnahmen, die jetzt für diese Business Line geschaffen wurden. Und diese Maßnahmen können jetzt nun in diesem Layout individuell geplant werden und dann auch ins System gespeichert werden. So, natürlich möchte man auch nun wissen, welche Auswirkungen diese Maßnahmen letztendlich auf mein Geschäft, auf mein Unternehmen hat. Deswegen hat man hier eine Reporting-Funktion, einen Reporting-Prozessschritt, anhand dessen die geplanten oder beplanten Maßnahmen im Verhältnis zum Basisgeschäft anschauen kann. Man öffnet hier auch wiederum die Business Line WP. Und sieht nun hier die G&V, hier das Basisgeschäft zum einen vom Jahr 2014 und dem gegenübergestellt die Top Measure Separate. Das heißt, das Top Measure Separate ist die Summe aller Maßnahmen, die geplant wurden. Möchte man letztendlich jetzt nur eine Maßnahme sehen im Verhältnis, so kann man hier oben über eine Dropdown-Funktion sich natürlich dann eine Maßnahme im Verhältnis einfach anschauen. Genau. Ja, so viel zu der Planung von Maßnahmen und der Auswirkung. Ich möchte jetzt noch kurz allgemein auf dieses Cockpit eingehen. Wie man hier sehen kann, sind hier relativ viele Symbole da. Das heißt, die Symbole haben natürlich auch jeweils eine Bedeutung. Über einen Klick über Show Height Legend öffnet sich im rechten Bereich eine Legende, wo die einzelnen Symbole definiert werden. Das heißt, eine Flagge bedeutet nichts anderes, dass dieser Planungsprozess Schritt schon abgeschlossen wurde und der nächste Schritt einfach gestartet werden kann. Wohingegen die gelben Dreiecke dafür stehen, dass dieser Planungsprozess noch am Laufen ist. Das heißt, der Planer, der Verantwortliche einfach noch mittendrin ist und einfach der Prozessschritt noch nicht abgeschlossen wurde. Genau. Wir haben vorhin darüber geredet, dass die Business Lines die Möglichkeit haben zu planen und die Business Units überwachen dann diesen einzelnen Prozessschritt und haben die Möglichkeit, auch diese Planung wieder abzulehnen. Das heißt, im Umkehrschluss, dass sie hier entweder einfach oben die Planung ablehnen, dadurch müssen sie den Prozessschritt abschließen und erneut öffnen, damit die Business Line diesen Prozessschritt nochmal planen muss. Genau. Ja, so viel zum Thema treiberbasierte Planung im Konzern. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und falls Sie irgendwelche Fragen haben, stehe ich Ihnen nun jetzt noch gerne zur Verfügung. Ich werde versuchen, auf so viele Fragen wie möglich einzugehen und die rechtlichen werde ich dann im Nachgang per E-Mail beantworten. Ich sehe gerade eine Frage. Gibt es die Möglichkeit der Versionierung einzelner Prozessschritte? Ja, diese Möglichkeit gibt es. Wie wir, das habe ich vorher nicht dargestellt. Hier oben gibt es die Möglichkeit in jedem Planungslayout für jeden einzelnen Prozessschritt, hier die KPI-Modellplanung, mehrere Versionen
zu planen. Das heißt, ich kann hier meine Version, aktuell meine Version, meine Planversion auswählen und hier einfach eine Planung simulieren, um diese mit der anderen zu vergleichen. Okay, eine weitere Frage. Wie verhält sich diese Planungsanwendung mit Berechtigungen? Also mit Berechtigungen, also funktioniert so: Für jede Business Line bzw. für jeden Planer werden individuell Rollen vergeben. Das heißt, ein Verantwortlicher von der Business Line BP zum Beispiel, hier vorne zu sehen, kann jetzt nicht die Business Line HC planen. Dies ist natürlich individuell, die Rollen können natürlich individuell vergeben werden und das funktioniert auch über Argumented Process, aber über einen Argumented Process Designer und greift dann hier direkt drauf zu. Das heißt, da ich jetzt die Berechtigung für alles habe, für den Gesamtkonzern kann ich auch den Gesamtkonzern planen, was aber in der Realität ja nicht der Fall wäre. Genau. Okay. Noch eine letzte Frage. Wie findet dann letztendlich die Integration von Argumento Calc in Argumento Process statt? Ja, die Integration findet über den Save-Button bzw. den Refresh-Button statt. Hier wird eine Planungsfunktion hinterlegt. Diese Planungsfunktion greift direkt auf den Baum, das heißt auf den Rechenbaum zu. Und sobald die Planzahlen eingegeben wurden, kann über Speichern findet dann die eigentliche Kalkulation, die eigentliche Durchrechnung statt. Insofern wird dann halt die Rechenlogik auf die Rechenlogik, die davor im Argumento Calc definiert wurde, ins Argumento Process integriert. Ja, das keine weiteren Fragen mehr. Okay, dann nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, falls Sie die Präsentation gerne noch einmal sehen würden, können Sie dies gerne auf unserem YouTube-Channel nachschauen, beziehungsweise per Mail bin ich auch erreichbar, falls jetzt irgendwelche Fragen noch aufgekommen wären.